Das Wichtigste beim Obertonsingen ist das Hören. Es hat sich herausgestellt, dass nicht jeder Mensch die Obertöne spontan hört. Das sind Arbeiten aus den Anfang 2000ern in Heidelberg an der Uniklinik, die gezeigt haben, dass es darauf ankommt, welcher Gehirnteil den Klang verarbeitet. Es gibt ein Hörzentrum auf der rechten Seite, das hört Obertöne, und es gibt auf der linken Seite ein Hörzentrum, das für den mathematischen Anteil der Musik zuständig ist, das heißt Intervalle und Melodien und Rhythmus und solche Dinge. Und rechts wird die Klangfarbe analysiert, das enthält aber auch die Information der Obertöne, die ja normalerweise nicht getrennt gehört werden. Und dann gibt es noch eine Interpretation des Klangs als Sprache. Das findet auf der linken Seite statt im Broca-Zentrum und Wernicke-Zentrum. Die sind beide auf der linken Seite. Und jetzt ist es wichtig, dass man beim Obertonsingen die Obertöne wahrnimmt. Das heißt also, die rechte Seite, den rechten Hörkortex aktiviert. Dafür habe ich einen Test, mit dem man erstmal prüfen kann, wo man steht. Und am Ende gibt es eine systematische Hinführung in die Wahrnehmung auf der rechten Seite. Das heißt, wenn dieses Video zu Ende ist, dann hörst du komplett anders, wenn du nicht gleich beim ersten Beispiel die Obertöne schon hörst. Ich singe jetzt eine sinnlose Silbenfolge und die singe ich auf einen einzigen Ton. Das heißt, ich ändere keine Tonhöhe. Trotzdem ist eine Melodie in diesen Silben enthalten und diese Melodie verstecke ich in den Resonanzen der Vokale. Mal sehen, ob du das hören kannst. Seine de la came de chale de femme tate, teme le gésine fape labe que feu lape. So, das war eine sehr bekannte Melodie aus der Klassik. Als kleiner Tipp, sie wurde in Bonn komponiert. Und ich will sie gar nicht verschweigen. Es geht ja darum, das zu lernen, zu hören. Es geht nicht darum, jetzt zu zeigen, was man alles nicht kann, sondern genau das Gegenteil. Es war freudeschöner Götterfunken in dieser Lage. Seine du legeme te le fale te schemme tafe, pame du legune gelle, pame du seffe lappe. Normalerweise hören nur 5% der Menschen diese Melodie spontan. Wenn man jetzt weiß, worauf man hören soll, dann kann es sein, dass du jetzt schon ein bisschen die Melodie ahnst oder so auch schon klar hörst. Für die, die jetzt noch nicht die Melodie hören, das hat nichts mit Musikalität zu tun, sondern nur mit der Präferenz, auf welcher Seite euer Gehirn diesen Klang verarbeitet. Es gibt normalerweise dann eine Sperre, wenn die linke Gehirnhälfte sagt, das ist Sprache, aber ich verstehe kein Wort. Dann sagt sie dem Resthirn, Klappe halten, ich brauche die gesamte Aufmerksamkeit. Und Sprache ist bei uns eben sehr dominant. Deshalb ist bei den meisten Menschen offenbar diese Seite dann hier, das Sprachzentrum, besonders aktiv. Jetzt möchte ich aber diesen Filter, der sagt wichtig und unwichtig, Sprache wichtig, Klangfarbe und Obertöne unwichtig, das möchte ich umdrehen. Und das mache ich, indem ich jetzt systematisch in dem Klang Informationen für die linke Seite, für das Sprachzentrum weglasse. Das mache ich schrittweise, sodass man erkennen kann, an welcher Stelle das umklappt. Am Ende wirst du auf jeden Fall die Melodie hören. Sene de legene je se le bonne fetene be. Kene de lege se bene tolle vete kene pe. Jetzt habe ich nur so Ü-Laute verwendet. Und das bedeutet, im phonetischen Vokaldreieck bin ich nur Vokale entlang gegangen, bei denen der zweite Formant, wie man das früher nannte, oder ich nenne das zweite Resonanzfrequenz, verändert und habe alle Frequenzen weggelassen, die Richtung A gehen, die also die erste Resonanz verändern. Jetzt sind normalerweise so etwa 20% der Menschen dabei, die Melodie jetzt wahrnehmen. Für den Rest gehe ich einen Schritt weiter und lasse die Konsonanten weg. Ja.
in der Regel so 40-60% der Menschen dabei und hören diese Melodie. Wenn du es noch nicht hörst, gehe ich noch einen Schritt weiter. Jetzt sollten alle die Melodie gehört haben. Wer jetzt die Melodie nicht hört, als Pfeifmelodie, dann kann ich leider nicht helfen. Aber ich habe das noch nie erlebt, dass jemand die Melodie nicht gehört hat. Es kann nur sein, dass man so hört, dass es nicht zur Stimme gehört. Die meisten hören das als Pfeifmelodie und dann wird das im Gehirn getrennt. Man hört dann zwei getrennte Melodien, beziehungsweise man hört einen Brummton und dazu eine pfeifartige Melodie. Und diese Pfeifmelodie ist bei manchen dann nicht mehr der Stimme zuzuordnen. Andere können wieder diesen Pfeifton in die Stimme einsortieren. Das ist unterschiedlich in der Wahrnehmung. Hauptsache ist, dass man diese Melodie jetzt hört. Und wenn man sie hört, dann ist der nächste Schritt jetzt, das Ganze rückwärts zu verfolgen. Bleib mit der Aufmerksamkeit bei dieser Melodie und notfalls bilde sie dir einfach ein. Ich nehme jetzt Schritt für Schritt in etwas kleineren Abstufungen die Informationen für das Broca-Zentrum wieder dazu. Sollte die Melodie noch da sein, immer die Aufmerksamkeit bei der Melodie lassen. An dieser Stelle verschwimmt die Melodie für die meisten. Also sie rückt jetzt in den Hintergrund, wird etwas nebulöser und wird nicht mehr so klar wahrgenommen, weil jetzt Zischlaute dazu kommen, also dieses T, das hochfrequente Anteile enthält und das triggert sofort unser Sprachzentrum. Trotzdem bleibt dabei, versucht diese Melodie einfach weiter zu verfolgen. Wenn sie jetzt verschwunden ist, dann geh nochmal zurück zu diesem Beispiel, wo die Konsonanten noch nicht dabei waren oder wo der Konsonant das N war. Man kann das nochmal feiner abstufen, indem ich den T-Laut durch ein D-Laut ersetze. Und man merkt, je mehr Zischlaute da reinkommen, desto mehr rückt diese Melodie jetzt in der Wahrnehmung in den Hintergrund und das Sprachzentrum drängt sich nach vorne. Aber die Melodie ist doch noch da. Besonders interessant ist der Übergang, wo man nicht mehr sicher ist, bilde ich mir das ein, weil ich weiß, was ich hören soll. Oder ist das tatsächlich gehört? Und das ist ein ganz interessanter Übergang, weil nämlich da das Bewusstsein entscheidet, ob es der rechten Gehirnhälfte vertraut. Das ist eine Vertrauenssache. Ihr wisst, dass ich die Melodie mache, also könnt ihr mir vertrauen. Wenn ihr mir dann nicht vertraut, dann vertraut eurer Wahrnehmung. Wenn ihr der misstraut, ja, dann wisst das eben nicht. Aber trotzdem ist die Melodie da. Ich weiß ja, dass ich sie singe. Nächster Schritt. Ne de le pique, ne de le valo de fameux tanne. Jetzt habe ich
ein klein bisschen Bewegung in die erste Resonanz wieder dazu genommen. Und jetzt nehme ich etwas größere Bewegung rein und dann bin ich wieder am Anfang, mit dem ich begonnen hatte. Nö, da löfe kühne Schöpfe, labe du Säffenade. Tämme du legäme Schüsse, tale du Femme palle. Und ich hoffe, dass jetzt die meisten bis dahin mitgekommen sind. Wenn man aber zwei, drei Beispiele vorher das erst verloren hat, dann ist es trotzdem perfekt, dann ist die rechte Seite jetzt aktiviert. Und damit ist eine wesentliche Grundlage geschaffen, das Obertonsingen zu lernen.